wanna get behind the wheel, but only one rider. I just feel got me swimming like a diver. Can't let go, I got fans in Okinawa. My heart to Japan, quake losers and survivors. Norway, no, you didn't get my flowers. No way to say it better, but the killer was a coward. Face just showered, the minute in the hour. Heard about the news, whole day went sour. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Commentary. Ja, und ein spontanes. Und ja, heute haben wir ein paar Themen. Also im Moment habe ich ein Thema dazu, wie ihr schon mitbekommen habt. Und hör auf zu lachen, das höre ich. Und zwar, einmal haben wir hier ein schönes, nices Gameplay. Erspielt natürlich von Masaka oder wenn man auch besser sagt, Robin. Und ja, Robin stellt jetzt erstmal seine Klasse vor und dann machen wir weiter im Text. Ja, also ich spiele die PDW mit Leichtgewicht, Geist, Fähigkeit, Gewandtheit, dem Laser, dem Schalldämpfer und dem Schnellmagazin, glaube ich. Und die Score Streak, sie sieht ja rechts in der Ecke, der Bildschirm, Kani und der Loadster und ja. Jo, und er hat hier ein richtiges, nices Gameplay hingemacht. Das werdet ihr ganz am Schluss von dem Video sehen, weil ich weiß schon, wie viel es ausgeht, aber lasst euch einfach überraschen. So, das erste Thema, was ich heute parat habe, habt ihr bestimmt schon mitbekommen. Ja, mein neues Projekt, was im Moment jetzt aktuell ist, das ist Metro Last Light. Das erste Gameplay ist schon oben. Und ich finde generell, dieses Metro Last Light sieht eigentlich sehr nice aus. Nur was ich nur einen Moment bei diesem Spiel hasse, ja, Kritikpunkt, ist dieses Synchro-Spressen. Also du laufst in irgendwo rein und es spresset 6000 Menschen gleichzeitig. Das hört sich so scheiße an. Und ansonsten ist das Spiel eigentlich recht gelb, um was es geht. Ihr kennt bestimmt Metro 2033, wer das nicht kennt. Guckt ob ihr gerne bei YouTube, gibt es ein, natürlich in Deutsch, da könnt ihr das Gameplay angucken, um was es überhaupt da geht. Weil ich weiß ja schon, ich habe ja Metro 2033 nicht gespielt, aber manche berühmte Gesichter sage ich jetzt nicht. Ich habe keine Lust, Werbung zu machen. Und zwar, ja, Metro Last Light ist eigentlich sehr geil. Es braucht echt nicht viel Speicherkapazität. Also bei mir hat es 80 Megabyte gebraucht. Das ist echt nicht viel für ein Spiel. Und ja, das Spiel finde ich generell richtig geil. Also der erste Part habe ich schon mal oben. Das geht fast 23 Minuten, der erste Part. Ich bin so begeistert. Also man hört richtig im Let's Play, ich sag fast gar nichts. Also ich komme gar nicht einmal zum Reden. Ich genieße einfach die Kulis und ist eigentlich recht geil geworden. Ja. Ja, ich habe sonst eigentlich kein Thema parat. Also ich habe das Thema Metro Last Light. Wenn ihr welche Infos wissen wollt, beziehungsweise kann man das Online-Spiel oder so. Ich weiß es jetzt, dass man, ich habe ja die Packung, dass man es nicht online spielen kann. Auch leider kein Koop, leider. Schade drum. Aber ein Singleplayer kannst du spielen, online kannst du leider nicht. Also so Single-Spiel. Aber es macht richtig, eigentlich recht viel Spaß, dieses Game. So, das war mein erstes Thema. Und ja, was jetzt der Robin und der Sunshine schwätzen wolle, die müssen sich jetzt untereinander ausmachen. Und ja, ich gebe jetzt einfach mal irgendjemand mal das Mikro weiter. Also, liebe Zuschauer, ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei denjenigen, wo ihr jetzt redet. Bis denn, gleich. Ciao. Ja, also wir sind jetzt in dem Clan drin, den kennt ihr auch bestimmt, denke ich mal. Und wir suchen Leute, die mit uns zocken wollen, also Clan-Member, die interessiert sind, in dem Clan zu spielen und halt auch öfter mal aktiv sind. Und das finden wir, weil wir suchen solche Leute. Der Skill ist egal, ob ihr jetzt eine 5er KD habt oder eine 0,6er KD. Das ist uns egal. Es geht uns um den Spaß im Vordergrund und ja, das ist. Und wenn ihr halt Interesse habt darunter, dann edit uns einfach oder fragt Tobi einfach bei YouTube und dann können wir mal darüber reden gerne. Escort-Drohne unterwegs. Ja, ist jetzt auch so, dass wir mal ein paar mehr neue Clan-Member brauchen. Ja, wir suchen halt auch sehr aktive, also man sollte halt nicht so nur einen halben Tag in der Woche, einmal einen halben Tag in der Woche online sein,
sondern sollte schon mal so zwei, drei Mal on sein. Außer man hat halt was dazwischen wie Urlaub oder so, aber das kann man ja sagen. Und was ich noch ansprechen wollte ist, dass, keine Ahnung, aber man kauft, also ich weiß es so nicht, dass, also dass Tobi, dass er macht für seine Arbeit wirklich, also für seine Arbeit, die er macht, gibt er wirklich viel zu wenige Zuschauer oder Abonnenten. Und ich würde sagen, guckt euch nochmal alle die Videos durch, gebt ein Like oder ein Kommi und abonniert ihn, weil er ist wirklich ein richtig guter YouTuber. Und ja, ich gebe das Wort an Tobi. Danke, ja, um anzusprechen, ja. Ich habe noch eine wichtige Info hier gerade. Habe gerade hier bei WhatsApp eine Nachricht bekommen von einem Kollegen und er fragt mich hier gerade, ja, ob ich aufnehme und so. Ja, wenn du das Video siehst, sage ich schon mal, ja, Dankeschön für die Nachricht, aber nächstes Mal ein bisschen früher melden. Ja, und zwar, er fragt, weil ich bin ja nicht so ein Battlefield-Zocker, aber eine Frage an euch natürlich, die bei mir in der Gruppe sind. Und mein Kollege fragt, Battlefield 4, Punkt. Soll das Spiel prinzipiell vom Multiplayer, Teamplay und einiges besser sein? Oder soll es generell genau wie der Vorgänger der Dreier genauso gut sein? Stellung identifiziert. Ja, also ich bin jetzt nicht so der Battlefield-Spieler. Ich habe jetzt Battlefield Bad Company 2, glaube ich, zu Hause. Und ich habe das jetzt nicht so viel gespielt, also ich kann jetzt da nicht so eine gute Meinung drüber sagen, wie jetzt zum Beispiel über Call of Duty oder das neue Call of Duty Ghost. Ja. Jo, ich kann vielleicht ein paar Infos sagen, ich weiß, jetzt bin ich ein bisschen verpeilt, aber ich habe nur so im Hintergrund mitbekommen von den, ja, Entwicklern sagt man nicht, aber von ein paar Anonymen, wo ich jetzt keinen Namen sagen will, habe ich gehört, angeblich, es soll wie im Dreier natürlich wieder möglich sein, bei Eroberungen und so weiter, soll es ja wieder Kampfjets geben, Panzer, Buggies und was weiß ich für ganzen Schrott. Aber es soll angeblich ein paar neue Waffen dazukommen. Zwei Waffen, aber der Namen habe ich noch nicht herausgefunden, wie die zwei, drei neue Waffen heißen sollen. Aber ich denke mal, dass der Vorgänger sein soll, der dritte Teil, wie Skaha, wo es da gibt und was weiß ich noch. Und ja, das war eigentlich meine Frage. Achso, ja, da wollte ich noch ein paar Fragen raushauen. Und zwar hier, ja, viele haben mich angesprochen. Ja, Sony, warum tust du das Triage falsch aussprechen und so? Das habe ich schon im letzten Video beantwortet. Und ja, so, ist mir jetzt egal, ob ich jetzt blöde Antwort kriege oder so, aber ich sage das jetzt öffentlich. Ich habe als 6, 5 oder 6-Jähriger habe ich Schlaganfälle bekommen und das heißt, ich habe früher echt ohne Scheiß Tablette gefressen und ich kann echt manche Wörter, wo aus meinem Mund rauskommen, wie Triage, kann ich nicht aussprechen. Auch wenn jetzt viele lachen und sich totlachen oder sonst was. Nee, es ist bei mir eben so passiert und ich kann daran echt nichts ändern. Und bitte, wenn ihr mir zuhört oder auch meine Videos verfolgt, bitte hört auf mit diese drei hochnäsige blöde Flamerei da, wie sagt man mal hier. Ach, du kannst es doch nicht richtig ausreden, komm, lass es doch, du kannst sowieso nicht und pff und was weiß ich. Ihr müsst mich auch in meiner Situation verstehen. Mir hat es Spaß gemacht, jeden Tag als 5-6-Jähriger Pille zu fressen. Also ich glaube nicht, auch wenn jetzt die zwei jetzt im Moment sehr still sind und höre zu. Ja, das ist so, tut mir leid, aber da kann man leider nichts dran ändern. So, das war meine Meinung. Und ja, wer will noch irgendwas sagen? Noch 50 Punkte vor Kills, irgendwie was noch? Ja, ich will noch ganz kurz was einwerfen und zwar, im Spiel sind durchgehend, glaube ich, 3 oder 4 Leute drin, obwohl das jetzt kein Multiteam war, das war ein ganz normales Stellungsspiel auf der Map halt Grind aus dem ersten DLC Revolution. Da waren durchgehend 3 oder 4 Leute im Team und es sind wirklich gar keine reingejoint. Es kam nie welche dazu. Und ja, also hier erreiche ich jetzt auch gleich das Nuklear, das ist
hier. Und der spielt, neigt sich aus dem Ende. Die letzten paar Sekunden. Jetzt soll ich noch kurz den Loadstar raus. Und ja. Ja, Mr. Sonnenschein, haben Sie auch noch irgendwas parat oder auf dem Herzen? Oh Gott, jetzt ist ein bisschen witzig. Ja, ich wollte noch zu Battlefield sagen, dass man bestimmte Buggies fahren kann, weil ja auch in den ersten Missionen, die wurde ja schon gezeigt, man mit Buggies fahren konnte, glaube ich, oder halt nur oben drin saß, ich weiß jetzt nicht ganz genau. Ja, und ich glaube, das Gameplay ist aus, also müssen wir uns jetzt hier verabschieden. Das war es eigentlich mit dem Gameplay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, oder Daumen runter, oder ein Commentary, oder besser gesagt, ein Kommentar langt mir auch. Ja. Jedenfalls, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Gameplay, und würde sagen, jo, wir sehen uns bis nächsten Sonntag wieder. Euer Sony Styles Gaming und euer und die beiden Gästen. Robin. Und Sunshine. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.